Ja, wir kennen uns hier ja ganz gut aus vom letzten Jahr noch. Ja, waren wieder optimale Bedingungen hier. Ja, gestern der erste freie Nachmittag gehabt, haben davor gut gearbeitet mit dem Testspiel. Praktisch die ersten drei Tage mit dem Unentschieden abgeschlossen. Ja, ich denke, dass wir eigentlich in allen Bereichen bisher ganz gut gearbeitet haben. Natürlich auch ja, wieder im konditionellen Bereich, was denke ich in der Phase der Vorbereitung noch ganz normal ist. Aber natürlich auch viel Fußball gespielt, viel kleine Spielformen gehabt. Heute haben wir jetzt wieder ein bisschen Gas gegeben. Morgen steht das nächste kleine Testspielturnier an gegen Werder Bremen und Wattens. Und ja, haben da heute Mittag jetzt nochmal eine taktische Einheit. Und ja, schauen wir mal noch, was uns hier so erwartet. Ich denke, dass die Liga dieses Jahr ja, nach oben hin sehr, sehr stark sein wird. Es ist natürlich viel Qualität vorhanden, gerade was den Aufstieg nach oben betrifft, sind es bestimmt 5, 6 Mannschaften, wo darum kämpfen werden. Für uns ist wichtig, dass wir einen guten Start hinlegen und gleich am besten mit dem 3-1 in Wiesbaden beginnen. Dann möglichst viel von der Euphorie, die jetzt noch herrscht, auch mitzunehmen.